Also, haben wir nicht einen Computer? Ja, dann zwei haben wir, aber... Achso, jetzt kosten die wahrscheinlich alle drei, oder? Ja. Okay, ich glaube, wir gehen mal weiter. Ja. Ich finde schade, dass sie die Maske. Ja. Vor allem, wo ist die jetzt? Die ist jetzt, Ach, was? Ja, da unten ist ein... Zeta-Team. Bitte was? Dem war nicht meine ganz gut. Achso. Wie? War das? Ernsthaft? Ja, okay. Du bist etwas zu weit gesprungen, Tobi. Apology. A thousand apologies. Hä? Ja, das. Das kommt. Scheiße, ehrlich. Okay, ich dachte, ja. Okay. Jetzt muss ich mal an Kleiniger denken. Mit dem. Bei der Star Wars so. Ah, wir müssen hier. Ich hab das verlassen. Okay. Das klingt voll aus Star Wars gerade. Ja, 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 TIE Fighter. ich bin überfragt. Ich geh mal nach Hause. Das schaffst du doch niemals. Nö. Gibt's einen Verraten? Ja, willst du nicht? Ja, danke. Ah, ach, das geht auch. Wusste ich. Achso, ich hab den Balken gesehen. Nee, da hab ich den dann hin. Achso, danach. Ja, an diese Wand musst du springen. Da siehst du? Ja, genau. Aha. Und dann will ich nicht. Und jetzt bitte zur Seite und nach oben. Okay. Das ist mir zu kompliziert. Ey, das war doch unmöglich. Boah, voll viel Gold hier. Ja, ein bisschen übertrieben, ja. Aber schön. Bitte halten Sie sich fest. Halten Sie sich fest! Oh, Vorsicht, das ist eine, die sich auflöst. Oh ja. Ohne. Das ist nicht gut. Ja. Ezio, spring nach oben. Was? Ich soll von diesem Gebäude rückwärts runterstürzen? Okay. Ja, schon. Was machst du? Lass den Schatten vergehen
und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten. Die Macht von Kukulkan. Sieht geil aus. Ja. Können wir den jetzt endlich erschießen? Ah, gut. Gut, dass ich wieder keine Waffen habe. Oh ja. Wir müssen uns verstecken. Vernichte alle, die deine Macht und Stellung zerstören wollen. Ach so. Ja, der Alte. Das interessiert ihn. Nee, die anderen. Möge die Dunkelheit, die uns bekannte Welt auslöschen. Finde sie. Die Welt neu! Hat die gerade
Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand. What? Wenn es ein Gott beschießt. Weicht doch aus, Lara. Weicht doch aus. Ja, aber es ist doch viel langsamer, was hier am Boden kriegen. Ja, das ist so, dass ich sie aufweiche. Hallo. Hast du etwa gerade auf eine Dame geschossen? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ist das jetzt sexistisch, auf sie zu schießen, wenn sie noch raus ist, oder nicht auf sie zu schießen, wenn sie noch raus ist? Direkt da oben mal nicht einmischen. Ist ein Gott! Ich hab nur einen Gott. Sorry. Ich hab dich am Leben gelassen, Lara. Bis jetzt. Also du musst den da zu diesen Dingern ja. Da ist noch einer. Ja. Jetzt der Bogenschütze, hä? Da. Alter, der ist so mächtig. Ja. Ja, ja, der hat das so richtig. Alter, der ist so, das ist schon ziemlich heftig. Wenn das einmal drin. Doch, verschießen! Oh Gott, ich muss es nochmal vorbei machen. Hä? Ja. Ja, hi. Das hat er auch wieder für dein Gegner ist dein Gott! Chef, wo hätte sie jetzt runtergekommen? Ich hab dich am Leben gelassen, Lara! Bis jetzt! Daniel Kubin.
Man sieht mich. Haha. Ich dachte, da fällt gerade einer runter. Oh. Ah. Überlisten. Das war so eine coole König Quest. Überlisten? Ja. Ob der König da so einfach mitspielt? Oh mein Gott, wir sind das erstmal hier drin. Ja, stimmt. Ihr Lieben, könnt ihr nicht mal eine Sekunde stillhalten? Jawohl, weiße Königin. Jawohl. Eins. Eins. Darf ich mal sehen? Klar. Da bist du, da bin ich, da Dad. Wo sind wir? Hawaii. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen, frei von Schwäche, Gewalt. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Tapferes Mädchen, das nicht damit rechnet, dass ein Jaguar sie angreift. Ach, das ist jetzt die Versuchung. Mhm. Ja. Wo wollen wir unser nächstes echtes Abenteuer erleben? Ich habe gehört, die Antarktis soll zu dieser Jahreszeit wunderschön Dad. Sein. Dad! Was nicht? Dann erforschen wir vielleicht die Salzseen von... Mann, Luna. Richard! Ich weiß, wo wir hinfahren! Ach ja? Was? Hawaii! Oh ja, das wäre bestimmt sehr schön. In diesem Fall musst du mir aber bei den Recherchen zur Vorbereitung unserer Reise helfen, Lara.
Nein, du bist mein Assistent. Oh ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, Ma'am, das hatte ich ganz vergessen. Ich verlange, dass man mich ins Museum führt. Nun gut, ich schätze, das lässt sich einrichten. Ich verlange, dass man mich ins Museum führt. Achso, und er ist dem verfallen quasi. Dann. Mhm. Okay. Alter, die Lache, ey. Die war so furchtbar. Ah, schön. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Die kann ja reden. Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich lassen so, nee, und mein Versprechen so einlösen. Das ist ja die andere. Ach so, und jetzt müssen sie opfern. Ich liebe diese Welt, sie. Ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Schütze Haditi! Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. Wir haben es geschafft. Alter, höchsten Respekt vor diesem Abschlusskampf. Boah. Der war so krank. Oh, zwei Tage später, Abschlusskampf 2. Er kommt wieder. Der war schwer. Das ist echt nochmal durchspielen. Ja, nee. Also, die ganzen Geheimnisse und dann so bis zum Abschluss und dann so, nee, danke. Unuratu. Meine Mutter, Kriegerin, Rebellin, Königin. Wir werden sie noch über Generationen ehren. Wie redet er von seiner Mutter? Ah, ich hab's was. Okay. Nun wird ihr Geist uns dabei helfen, Haititi zu vereinen. Vielen Dank. Ich fahre morgen nach Kuwakyaku zurück. Wirklich? Vermisst du den Dschungel? Oder willst du den mysteriösen Fischbaum suchen? Ach, Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Wie schön. Was machst du? Ich denke, ich werde noch eine Weile hierbleiben. Und stellst du noch mehr Artefakte wieder her? Wieder her? Also, was machst du? Entspannen, bitte. Ich weiß noch nicht. Edsley wird mich ein bisschen beraten. Er wird mir schon sagen, was Paititi für den Wiederaufbau benötigt. Wow. Ich will nicht länger suchen. Ich will Zeit mit Menschen verbringen. Okay. Solltest du nicht packen oder sowas? Okay. Nein, bis morgen hast du mich an der Backe. Du kannst bleiben, solange du willst, Lara. Gute Reise, Jonah. Wenn hier alles wieder aufgebaut ist, komme ich vielleicht nach und lerne mehr über die Welt fernab von hier. Klar, immer gern. Sag einfach Bescheid. Du auch, Uchu. Wenn er es will.
Also, Jonah, Lara hat gesagt, du hast eine Freundin? Wir kommen alle zur Hochzeit. Was? Moment mal. Ashley, zeig mir doch mal die Pläne für den neuen Tempel. Ja, der wird wunderschön. Oh Gott, ey. Du hast eine Freundin? Wann ist Hochzeit? Alter, dieser Abschlusskampf war abnormal. Mhm. Der war schwerer als die anderen beiden. Ja, viel schwerer. Warte, was war nochmal beim letzten? Beim letzten war... Weiß ich nicht. Aber beim ersten war das gegen den Zombie-Samurai. Ja. Beim zweiten... Das war das mit der Quelle, gell? Ja, das war das mit dieses. Genau, mit... mit dem Propheten war das. Mit dem Propheten, der... Die Tante von Primitive. Das ist lustig, weil das ist eindeutig mein Lieblingsteil. Aber mit Abstand. Und trotzdem fällt es mir gerade nicht ein. Ja, aber ich will auch das Lied von dem Schleichpart haben. Alter, mega geil. Der Klang richtig gut. Bisschen ähnlich wie bei Sherlock Holmes. Der erste, also der Film. Achso, der Film. Wo. Aber das ist auch alles immer. Ja, aber da, wo der Sherlock vom... Wo ist der Sherlock von? Von, zum Schluss, wo halt die ganzen Zauber quasi aufdeckt. So. Und da kommt ja immer so... Was ich meinte, sind die Konzertarten. Ja. Vielleicht hole ich mir das auch. Das ist echt hübsch. Das war so geil, wie sie da einfach reingesprungen. Ja. Ich fand's so cool, dass die jetzt endlich mal so für uns gekämpft haben. Und nicht immer so, wir müssen gegen beide kämpfen und alle kämpfen gegeneinander und jetzt trinkt. Machen wir doch denselben Feind und so. Das fand ich cool. Mhm. Alter, die Kapelle mit den Leichen drin. Boah! Alter. Das war. Das war übel. Auch war schön. Und wieder so ultra viele Leichen und so weiter. Ja, okay. Ich meine, bei den anderen Teilen hat es mehr oder weniger Sinn gemacht. Also beim ersten auf jeden Fall. Beim zweiten war auch schon ein bisschen übertrieben. Ja, ja, der zweite war quasi wie der erste aufgebaut. Mhm. Und der zweite fand ich echt cool. Fand ich die Story einfach interessanter. Mhm. Ja, fand ich die Mechanik cool, dass man sich wirklich einschmieren kann und dann... Mhm. Ja. Wenn es dann klappt. Also ein bisschen verpackt das aber schon. Ja. Das, wo man dann runterspringt und nachlädt und die fangen halt schon an zu schießen, aber ich kann noch nichts machen. So. Die Schüsse gingen aber auch einfach durch die Düsen. So, okay, voll episch. Das sind wirklich Sturmtruppler. Ja. Oh Mann, ich habe ja Star Wars... durchgespielt, also das Jedi Fallen Order. Ich muss sagen, ich müsste es doch noch gucken. Ja, nee, aber es ist so witzig, was die Sturmtruppler sagen. Das ist so ultra witzig. Das ist so, okay, denkt an eure Übung. So, ja, und dann, wie der gerade. Ja, ich muss an meine Ausbildung. Ja, genau. Oder der eine hat dann so, als ich halt alle anderen getötet habe, so: Oh nee, ich wusste, dass das passiert. Das ist auch am Anfang cool, wie sie so die ganze Zeit, oh scheiße, oh ich will nicht. Oh. Ja, genau. Du hast so keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Ja, der eine Schuppler dann auch, kann das nicht jemand anders machen? Das ist auch geil. Wie er so, ja, ich hab jetzt hier Wärmebildkamera, bla bla. Und wie soll das diese Ausrüstung helfen? Hallo. Na und? Boah, ganz gut. Oh, mega schön. Ist geschafft. Ja, ich auch. Gut. Du musst noch Tschüss sagen. Tschüss! Das sind jetzt 3 Stunden, Alter. Ich muss packen. Ja, ich schnibbel's einfach in halbe Stunden oder Stunden oder 3-5 Stunden. Mal schauen.
Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry für die lange Pause. Und oder sorry für dieses Rätsel. Ja. Naja, für sie ist es ja nur ein paar Minuten, weil ich es vorspule. Ja. Aber ich zeige schon, wie... Also, wir haben es nachgeschaut, weil... Ja. Also, selbst wenn wir stundenlang da... Ich wäre nicht drauf gekommen. Ja. Obwohl es so logisch ist. Ich meine, wir haben die ersten 5 Schritte und wir brauchen natürlich nur noch den 6. und 7. Aber halt, dieses, also ja, was ist der erste Schritt? Die ganze Zeit, was ist der erste Schritt? So, ja, wissen wir, das ist da drüben, aber wie kommen wir da hin? Und das war gemein. Das war gemein, ja. Das war echt einfach voll die falsche Fährte gelegt. Aber ich glaube, nach einer halben Stunde oder so hätten wir einfach ausprobiert und dann hätten wir gesehen, dass es die Mitte ist. Und hä, warum? Das war auch so ein Zufall. Hätten wir einfach gleich mit der Mitte, weil wir gesagt haben, wir lassen die jetzt einmal töten. Und hättest du einfach mit der Mitte angefangen, nicht eins drüben. So. Das sind wir 1-3. Die Chance. Ich muss auf Klo. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ich dachte, um mein Leben zu kontrollieren, müsste ich etwas Ungewöhnliches tun. Ich dachte, ich müsste alles in Ordnung bringen. Aber die Geheimnisse der Welt muss man genießen, nicht lüften. Ich bin nur eine von vielen, die versucht, sie zu wahren. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, Jonah. Aber welches Abenteuer mich auch erwartet, ich freue mich drauf. Ich werde versuchen, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Tee, Miss Croft. Sehr gern. Im Moment ist es einfach nur schön, zu Hause zu sein. Oh Mann. Ich habe die Aufnahme beendet und dann habe ich Escape gedrückt. Und wollte raus auf Klo gehen und dann fängt halt der Abspann an. Oh Mann. Gut. Aber jetzt, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.